Willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Vorab vielen Dank für die netten und vielen Kommentare unter dem Video, wo man diese 90 Tage Zeit mit nicht Clash of Clans Spielen verbringt und dann das Dorf gelevelt ist. Also ihr wisst schon, was ich meine, sonst müsst ihr oben in die Videobeschreibung einmal reingucken, beziehungsweise in die Infokarten, habe ich nochmal verlinkt. Um was es da geht, denn ein netter Arbeitskollege von mir, bei dem ich eigentlich im Clan Clash Royale spiele, der hat auch Clash of Clans und ich wusste, dass er das schon ewig nicht mehr angefasst hat und hat auch gesagt, nee, habe ich deinstalliert und so weiter. Und der hat das für mich getestet und da ich ihm aber nicht zu nahe treten durfte, habe ich das nur so ein bisschen von Weitem gesehen, also so ein bisschen so auf Abstand. Und er hat mir das auch bestätigt, dass er sein eigenes Dorf angreifen muss und die Truppen kamen auch immer nach. Also ich denke mal, so lange bis du dein eigenes Dorf irgendwie geschafft hast und es waren auch ein paar Sachen gelevelt, aber jetzt nicht Max. Ja, es war jetzt nicht Max, wo er dann sagen kann, okay, jetzt kann ich ja Rathaus 10 starten. Also seine Helden sind so 20, 22 und die waren jetzt nicht 30, 30 und dann kannst du gleich auf den Knopf drücken und jetzt bitte Rathaus 10. So läuft es nicht, aber ich meine, ich muss jetzt diesen Account jetzt nicht schlafen lassen, nur dass ich das auch mal sehe oder ausprobiere, denke ich mal, und den kleinen Account umbenannt habe ich noch nicht, aber ich würde ihn doch gerne spielen, weil ich glaube, spielen ist in dieser Zeit so ein bisschen effektiver. Ja, um was geht's denn eigentlich? Für was votet ihr? Wir wollen heute mal voten. Also ich habe ja einige Accounts, mit denen ich voten kann. Bin heute auf dem Toto. Mit dem machen wir gleich auch noch einen Clankriegsangriff. Und hab heute auch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hört man so gut wie gar nicht. Vielleicht mache ich es einfach mal ein bisschen lauter. Ich habe heute nämlich Ingame-Musik mal an, beziehungsweise auch Ingame Blub Sounds. Und da weiß ich auch gar nicht, ist das zu laut oder zu leise. Wenn das dann später zu laut wird, dann kann ich das natürlich beim Schneiden dann ein bisschen leiser machen. Also mal sehen. Ich höre mir das nachher mal an. Ich habe das jetzt mal ungetestet gelassen. Und aber um was geht es eigentlich? Ja, es geht natürlich um die Weltmeisterschaft, um die Clash of Clans Weltmeisterschaft 2020. Ihr wisst, bei 2019, das war so circa vor gut einem Jahr, in Hamburg war ich noch anwesend und dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich viel verpasst. Das liegt einfach daran, dass wenn die Qualifier waren, die fingen ja meistens nachmittags an, 16 Uhr, egal an welchem Tag. Das ist nicht so wirklich meine Zeit und ich habe immer ein bisschen nebenher gucken können. Ja, aber gerade wenn die am Wochenende fielen, 16 Uhr, würde ich fast sagen, bin ich eher selten dann oder am Wochenende zu Hause. Und muss dann immer so ab und zu mal mobil so ein bisschen reinspickern. Also so hier und da habe ich auch was gesehen. Und ich habe natürlich auch die traurigen und die coolen Momente gesehen. Ich meine, man kann sich die Streams natürlich auch noch im Nachhinein anschauen, gar keine Frage. Der offizielle von Clash of Clans kommt allerdings immer so ein paar Tage später erst. Nehmen wir mal an, da braucht YouTube da ein bisschen zum Rendern. Aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass die letzten Teams reingevotet werden. Aber bevor wir das machen, stellen wir eben auf Deutsch um, wenn man das auch lesen. Und das heißt also, Teams, die die ganze Zeit dabei waren, kann man jetzt reinvoten. Also stimme für dein Lieblingsteam ab. Und das wollen wir mal machen. Aber wir wollen natürlich auch nicht vergessen, das betrifft mich hier auch, keine Unterstützung mehr für Geräte 4.4. Denn tatsächlich habe ich hier vor mir ein Tablet stehen. Da ist ein Android. Ich glaube, da ist aber ein Android 444 drauf oder 442, müsste ich mal checken. Aber 44 wird nicht mehr unterstützt und auch iOS 10 nicht mehr oder niedriger als iOS 10. Also jetzt muss ich mal überlegen, 10er iOS, geht das noch im iPhone 6? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe ja ein kaputtes hier rumliegen, aber das könnt ihr mir sicherlich beantworten. Und es hat mich sowieso gewundert, dass so ein Spiel hier so lange auf wirklich den ganz alten Devices auch läuft. Und ist natürlich krass. Ich glaube, auf meinen ganz kleinen Google Pixel hier, das ist mein kleinstes Handy, ja, tatsächlich, ich glaube, da wird das nicht mehr laufen. Ich glaube, da ist ein Android 4.3 drauf oder sowas. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug Accounts. Es gibt hier ODCM Qualifier, okay. Das ist noch ein bisschen älter, alles klar. Anmeldeschluss war der 3.11., das ist quasi heute, okay. Und dann haben wir sicherlich, weiß ich noch nicht, bin noch nicht gefragt worden, am Wochenende wieder ein bisschen DCM zu schauen hier. Da
Das Ganze spielt sich ja meistens freitags, samstags ab. Und sonntags machen wir ein bisschen HCWL. Und heute Abend machen wir auch ein bisschen HCWL. Okay. Also, wir voten mal, für welches Team wir eigentlich sind. Jetzt, wenn ich jetzt reingehe auf Vote, dann gibt es hier natürlich ein bisschen Text. Und deine Stimme zählt, obwohl in dem monatlichen Qualifier nur die besten Clans auf der Welt angetreten sind. Und da gehören die da oben ja auch mit zu, die sich jetzt noch eine Wildcard hier erstimmen können. Und ja, jetzt könnte man natürlich garstigerweise könnte man sagen, okay, die sind jetzt spielerisch, sind sie nicht weitergekommen. Jetzt muss man sie reinvoten hier. Also sie wollen ja irgendwo mit dabei sein und ihr wisst ganz genau, dass es hier natürlich auch deutsche Vertretungen gibt. Also auch Tribe Gaming ist zwar kein rein rassisch, rassiger, nee, rassiger, rein rassiger deutscher Clan, aber ich glaube, drei Spieler müssen der Nationalität angehören. Also um dann das Team, ich sag mal, deutsch zu benennen. Also so ähnlich wie in der Bundesliga oder zweite Bundesliga. Und dementsprechend gibt es natürlich hier auch bei den anderen Clans, Nova Esports zum Beispiel, ist da glaube ich ein asiatischer Clan oder so. Und dort spielen ja auch nicht ausschließlich Asiaten mit. Ihr wisst, was ich meine. Aber für wen sind wir eigentlich? Ihr wisst, dass einige, so wie Tribe, nur mit 1% oder so nicht dort weitergekommen sind, was in meinen Augen, glaube ich, das Unglücklichste war, was man bei dieser WM sehen konnte. Also, dass man dort wirklich nur mit, ja, wahrscheinlich mit einem Gebäude zu wenig Zerstörung nicht weitergekommen ist. Und aber es sind auch nicht alles E-Sports-Clans dabei, wie 11 Original mit dem Yves Kalle hier, denn die sind absolut, ja, wie soll man sagen, casual aufgestellt, haben also keinen Sponsor dahinter stehen und so weiter, haben auch kein großartiges Basebuilding-Team. Und da sprechen natürlich schon die Sympathien ganz klar für so ein Team, das dann dabei ist. Also nicht nur immer E-Sports, 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 sondern auch mal ein Eve-Team. Können wir mal mitnehmen. Fängt ja auch mit E an, also so ein bisschen Eve, so ein bisschen E-Sports ist ja da drin. Und ich denke mal, alle anderen Clans sind natürlich auch gut. Indian Clash, INT7, Mekkes und Nova Esports. Da fällt mir eigentlich die Entscheidung schwer. Nehme ich jetzt noch einen deutschen Clan mit rein oder nehme ich jetzt doch eher nicht deutsche Clans mit rein? Ich habe lange mit mir gehadert, muss ich sagen. Und ich stimme aber trotzdem für Tribe Gaming hier unten. Denn wie gesagt, durch dieses eine Gebäudchen, was mir hoffentlich gleich nicht fehlt, sind die nicht weitergekommen. Und so würde ich sagen, kann ich diese zwei Stimmen jetzt abgeben? Ich habe ja noch andere Accounts, da könnte ich natürlich auch anders mitstimmen, aber ich werde auch mit denen genau so abstimmen. Danke fürs Abstimmen. Kann man nicht mehr rückgängig machen, ist einmalig. Und also falls ihr euch dann hier verklickt, ja, ist halt dann abgeschickt und viel, ich wollte gerade sagen, viel Spaß, viel Glück beim Voting und wird aktualisiert in 19 Stunden 42, also dauert dann noch ein bisschen. Und die Weltmeisterschaft Community Wildcard Abstimmung. Ich habe jetzt erstmal für zwei Teams mit einem Account das Ganze gemacht, muss das allerdings noch für die anderen Accounts machen. Okay. Ja, wir wollen auch ein bisschen Clash of Clans machen, gar keine Frage. Also nicht nur Rumgelaber hier. Und wir sind hier ganz, ganz aktuell in der Clan War League, also oder in der SCCWL, wie ja auch viele sagen, Supercell Clan War League in der Woche. Und wir haben. Wer auf um meinem Discord ist, der hat das schon gesehen, gegen wen wir oder gegen was wir eigentlich antreten. Natürlich haben wir oben ein paar Elfer, ich glaube 4 Stück. Der Gegner ist ein bisschen besser aufgestellt und die Mail kam jetzt ein bisschen zu spät von mir, dass die Neuen das jetzt nicht wussten, wie wir hier eigentlich spielen. Wir spielen hier so, dass wir die Oberen auslassen. Wir lassen erstmal unten die Leute ein bisschen angreifen und wo dann was fehlt, zum Beispiel hier 98% von mir. Da kann man dann ausbessern. Lieber da ausbessern, als dass man hier oben sich quält als Rathauself und versucht, die 13er niederzuknüppeln. Das war jetzt ein bisschen spät. Also für den nächsten Krieg wissen auch die Leute hier Bescheid. Denn so gewinnen wir die Kriege hier. Das ist das Coole. Wir wollen aber auch jemanden angreifen, der auf meine
alte Base hier nur 69% geholt hat. Wir greifen unseren Gegenüber nämlich hier an. Und ich wollte gerade sagen, der ist nämlich nicht so stark. Das ist nur ein Rathaus 9 mit zwei Infernos. Ja, und vielleicht ein paar mehr Mauern oder so. Aber ich habe überlegt, wie greife ich den an? Greife ich den elegant an? Also eher mit so einem schönen Queen Charge oder Queen Walk Lalo oder mache ich schmutzig mit Hawk Ridern? Denn die X-Bögen hier, der ist echt besser X-Bogen ever, die sind alle auf Boden hier. Und das, okay, das erschwert mir natürlich so ein bisschen den Queen Charge. Aber hier so Richtung Queen. Allerdings ballern die dann nicht auf meine Ballons. Und er hat auch noch kleine Luftabwehren. Das kommt noch dazu. Also das sind alles noch Rathaus 9er Luftabwehren. Mit Hawks geht es auch, denke ich mal. Denke ich mal. Er wird natürlich mehr Fallen haben. Das macht aber nichts. Ich denke schon, dass wir hier relativ weit kommen könnten. Über diese Ecke hier, beziehungsweise über die Flanke hier. Wir können hier ja sogar noch zwei, ich glaube, wir nehmen mal zwei Loons mit hier. Lass mich mal eben gucken. Wir nehmen mal zwei Loons mit für den Bogenschützenturm da, weil der da so ein bisschen doof steht. 1, 2, dann haben wir zwar nur noch 25 von denen. Das macht aber nichts. Ich frage hier mal an, dass wir ein paar Truppen bekommen in unsere Clanburg. Da nehmen wir das eigentlich mal mit rein. Ne, wir nehmen mal das nicht mit rein. Wir nehmen mal einen Eisgolem mit rein. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Oh, wir kriegen sogar einen Yeti mit rein. Oh, das ist cool. Das ist cool. Wir kriegen einen Yeti mit rein. Und einen heftigen Giftzauber brauchen wir. Und wir brauchen eine Karre. Und das Ganze schicken wir mal eben ab. Farmzeugs Boden. Dann gebe ich mir das mal eben. Und dann greifen wir einfach an. Okay, Truppen sind drin. Und dann können wir eigentlich Gas geben. Ich muss mal eben schauen, wie ich mir das eigentlich nochmal gedacht hatte. Ich denke mal, wir gehen nochmal auf Spähen. Und auf Spähen. Und dann schauen wir mal. Da. Der geht nach da. Wir lassen mal den Golem, glaube ich, da vorne ein bisschen raus. Beziehungsweise wir greifen einfach mal an. Mal gucken, wie das so wird. Ich glaube, ich kann hier so ein bisschen raus bouncen. Nämlich hier hinten. Und sicherlich auch hier hinten. Da machen wir auch mal ruhig eine etwas breitere Front. Gehen mal mit dem Golem hier rein. Wo geht er hin? Oh, der Golem geht perfekt. Der Golem geht schon mal perfekt. Denn dann ist hier auch der Bogenschützenturm abgelenkt. Das ist super. Müssen aber erstmal die Lager hier fallen. So, da kommt ein bisschen Clanburg raus. Okay, da können wir aber auch unseren Gift nehmen, beziehungsweise wir können hier den Gift auch für die Queen hier nehmen an der Stelle. Und meine Truppen gehen schon mal sehr, sehr nett rein. Das ist sehr, sehr cool. Und dann fangen wir mal hier hinten an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann nehmen wir mal hier einen Heilzauber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen noch einen Heilzauber dort. Da sind jetzt ein paar nervende Skelette. Das passt. Oh. Das war gerade ein bisschen haarig da, Leute. Entschuldigt, dass ich gerade ein kleines bisschen leiser werde an der Stelle. Aber wir müssen hier nochmal durchheilen. So, 1, 2, 3, 4. Und damit habe ich euch wieder einen perfekten Angriff hingezeigt. Hingelegt. Oh, hier hinten haben wir ja gar nichts. Alter, shit. So, haben wir was vergessen? Nein, haben nichts vergessen. Ich meine, er hat hier unten auch die Mauern jetzt stehen. Jetzt sehe ich das erst. Naja, haben wir ganz gut gemacht. Und ist sicherlich eine coole Taktik, aber sind wir ehrlich, das war ein Rathaus 9 mit Mauern, die er hier noch nicht integriert hat, und geschieht ihm recht, würde ich mal sagen. Aber sind 3 Sterne auf unserer Seite, und ja, so machen wir das hier im Free-to-Play eigentlich ganz, ganz locker und matchen hier unsere Gegner weg. Die werden wahrscheinlich wieder nicht alle angreifen, kann ich mir vorstellen, dass sie nicht alle angreifen werden. Aber eigentlich wäre es egal gewesen, ob ich den mit Luft gemacht hätte oder mit den Hawk Ridern. Wir nehmen die mal wieder mit rein, denn der nächste Krieg kommt bestimmt, und man kann immer ein bisschen üben. Ich weiß, das kostet natürlich dann auch immer Ressourcen. Also jetzt gerade hat das jetzt auch wieder
Dunkles gekostet. Ich muss mal gerade gucken. Ja, 2,5. Aber im Moment level ich hier nichts, weil natürlich die Ligawoche da ist und ich auch kein Heldenbuch hier irgendwie zu erstehen kann. Ich habe auch nichts mehr hier. Also kann man ruhig mal ein bisschen was ausgeben, um ein bisschen zu üben, gerade so beim Farmen hier mit ruhig. Ich nenne es mal so Clankrieg-Truppen, wo man eigentlich jetzt nicht so unbedingt mit farmt, aber man kann da ganz gut mit üben. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Also A, der Angriff war natürlich top. Keine Frage, hast du gut gemacht, Toto. Aber auch ich wollte natürlich darauf hin, dass ihr hier votet und ich gehe jetzt auch in meine anderen Accounts und vote hier ab, beziehungsweise stimme hier ab. Und dann sehen wir uns im weiteren Folgen. Wir sehen uns heute ab dem Livestream ab 21 Uhr. Bin spät, 45 glaube ich. Wir sind ein bisschen eher da und gucken uns noch eine HCWL-Partie an. Und dann schauen wir mal, was die Woche so bringt. Sie ist ja nicht so schön angefangen, so hier und da. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Best.